Tag für Tag verlassen Maybach-Maschinenanlagen das Werk, um im In- und Ausland auf den verschiedensten Gebieten der Antriebstechnik ihre Aufgabe zu erfüllen. So zum Beispiel in der Dieselzugförderung. Die erste von der Deutschen Bundesbahn nach Kriegsende in Angriff genommene Entwicklung war der mit einer Maschinenanlage von 1000 PS ausgerüstete dreiteilige dieselhydraulische Schnelltriebwagen der Bauart VT08. Diese Fahrzeuge sind im schnellen Reisezugfernverkehr eingesetzt. Die gleichen Motoren und Kraftübertragungen, wie sie in diesen Triebwagen verwendet werden, auch für den Antrieb von Streckenlokomotiven vorzusehen, war ein für die ganze weitere Entwicklung der Dieselzugförderung in Deutschland entscheidender Beschluss der Deutschen Bundesbahn. Die erste dieselhydraulische Lokomotive, die mit solchen Motoren und Kraftübertragungen ausgerüstet wurde, war der Typ V80. Bei dieser Lokomotive erfolgt der Antrieb der vier Achsen der beiden Drehgestelle von einem in der Mitte der Lokomotive angeordneten Getriebe aus über je ein Verteilergetriebe mit zwei Untersetzungen für Strecken- und Rangierdienst. Die mit dieser Lok gesammelten Erfahrungen bildeten den Ausgangspunkt für die anschließende Entwicklung leistungsstarker dieselhydraulischer Streckenlokomotiven, wie sie heute in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern anzutreffen sind. Ausgehend vom V80-Typ der Deutschen Bundesbahn entstand die zunächst mit 2000, später mit 2400 PS eingesetzte Lokomotive V200. Das Bemerkenswerteste an dieser Bauart ist, dass eine Lokomotive dieser großen Leistung mit einem Gewicht von nur 80 Tonnen verwirklicht werden konnte. Dies entspricht bei vierachsiger Ausführung einem Achsdruck von 20 Tonnen, wie er auf den Hauptstrecken der Deutschen Bundesbahn und vieler anderer Eisenbahnen zugelassen ist. Die V200 ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde gebaut. Da ihre Dauerzugkraft bei Verwendung von Mercudro-Getrieben jedoch schon bei einer Geschwindigkeit von nur 18 Kilometern liegt, kann sie gleichermaßen gut für die Beförderung schneller Reisezüge wie auch als Vorspann für Güterzüge verwendet werden. Als derartige Mehrzwecklokomotive ist die V200 auf den Hauptstrecken der Deutschen Bundesbahn eingesetzt. So zum Beispiel wird der gesamte Zugverkehr auf den steigungsreichen Strecken des Schwarzwaldes ausschließlich von diesem Lokomotivtyp bewältigt. Seit 1954 wird die 650 PS Einheitsrangierlokomotive der Deutschen Bundesbahn, Bauart V60, von der gesamten deutschen Lokomotivindustrie in großen Stückzahlen gefertigt. Im Frühjahr 1959 befanden sich insgesamt 734 V60-Lokomotiven in Betrieb und im Bau. Abgesehen von einigen Versuchsausführungen sind alle diese Loks mit 12-Zylinder-Maybach-Motoren ausgerüstet. Die geringen Abmessungen des eingebauten, schnell laufenden Maybach-Motors ermöglichen sehr gute Sichtverhältnisse vom Führerstand aus nach allen Richtungen. Im Verein mit einer wirksamen Schallisolierung der Motorhaube nach außen hin ergeben sich dadurch beim Rangieren sehr günstige Arbeitsbedingungen. Zufolge ihrer guten Bewährung ist die V60 vom Forschungsamt des Internationalen Eisenbahnverbandes zur europäischen Standard-Rangierlokomotive erklärt worden. Eine sehr interessante neue Lokomotive der Deutschen Bundesbahn ist die Bauart V100. Von der insgesamt 1000 Stück geplant sind. Diese BB-Lok ist mit einem 1200 PS Motor ausgerüstet, der über ein hydraulisches Getriebe und Gelenkwellen die Achsen beider Drehgestelle antreibt. Mit geringfügigen Abänderungen lässt sich in sie auch der ladeluftgekühlte 1500 PS Maybach Motor einbauen. Einsatzmäßig ist die V100 für den Güter- und Reisezugdienst auf Nebenstrecken bestimmt. Gelegentlich soll sie aber auch auf Hauptstrecken verkehren. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km pro Stunde. Bei einem Achsdruck von nur 16 Tonnen, entsprechend einem Gesamtgewicht von 64 Tonnen, weist die V100-Lokomotive, insbesondere bei Verwendung des stärkeren Motortyps, ein beachtlich günstiges Leistungsgewicht auf und ist auch auf Strecken mit verhältnismäßig leichtem Oberbau verwendbar. Das letzte Glied einer jahrzehntelangen erfolgreichen Entwicklung von schnellen Triebzügen durch die frühere Reichsbahn und heutige Deutsche Bundesbahn verkörpern die neuesten deutschen Trans-Europ-Express-Züge, kurz TEE-Züge genannt. Auch eine Reihe dieser schnellsten und komfortabelsten Reisezüge erhalten ihren Antrieb durch Maybach-Maschinenanlagen. Die ersten Auslandslieferungen von Maschinenanlagen für die Dieselzugförderung nach dem Kriege erfolgten nach Skandinavien.
In Norwegen erhielt eine Reihe von 2x650 PS Schnelltriebwagen modernisierte Tunnelmotoren, Mekydro-Getriebe und Maybach-Achstriebe. Die Züge sind vorwiegend auf der steigungsreichen Strecke Oslo-Bergen eingesetzt. In Finnland verkehren 1200 PS Lokomotiven mit Maybach-Motoren und Mekydro-Kraftübertragungen auf der Strecke Helsinki-Tampere. Ebenfalls zu den frühzeitigen Abnehmern von Maybach-Motoren und Kraftübertragungen zählt die irische Staatsbahn, die mit ihren in den eigenen Werkstätten erstellten 400 PS Lokomotiven außerordentlich günstige Betriebsergebnisse erzielte. Nach der Deutschen Bundesbahn war es die italienische Staatsbahn, die große dieselhydraulische Streckenlokomotiven mit Maybach-Maschinenanlagen bei der Firma Ansaldo in Genua, der Lizenznehmerin von Maybach, erstellen ließ. Eine erste 2200 PS Versuchslokomotive mit zwei 12-Zylindermotoren wurde auf der Strecke Mailand-Turin erprobt. Es folgten dann 1600 PS Lokomotiven mit zwei 8-Zylindermotoren, Mekydro-getrieben und Maybach-Achstrieben, die ab 1958 von Ansaldo serienmäßig hergestellt werden. Diese vierachsigen BB-Loks haben einen Achsdruck von etwa 17 Tonnen. Sie werden auf den süditalienischen Strecken im Raum von Bari eingesetzt. In welchem Maße sich die hydraulische Kraftübertragung bei den verschiedensten Eisenbahnfahrzeugen einzuführen vermochte, geht auch aus der Tatsache hervor, dass zum Beispiel die französische Staatsbahn zu den Großabnehmern von Mekydro-Getrieben zählt. Sie werden in Frankreich in verschiedenen serienmäßig gebauten Triebwagentypen verwendet. In Spanien liefen schon zu Beginn der 30er Jahre Hauptstreckentriebwagen mit Maybach-Maschinenanlagen. Vor einigen Jahren erhielten auch die bekannten Talgo-Gliederzüge, die auf der Strecke Madrid-Irun verkehren, Maybach-Motoren. Versuche mit solchen und ähnlichen Gliederzügen wurden auch in den USA angestellt. Die Lokomotiven dieser Züge wurden teilweise mit Maybach-Motoren und Mekydro-Getrieben ausgerüstet. Etwa zur gleichen Zeit, als sich die große dieselhydraulische Streckenlokomotive in Italien einzuführen begann, setzte auch in England eine ähnliche Entwicklung ein. Im Zuge des bekannten Modernisierungsprogramms der britischen Eisenbahnen werden in England große, etwa 2000 PS starke Lokomotiven laufend gefertigt. Auch sie sind zu einem sehr erheblichen Teil mit Maybach-Maschinenanlagen ausgerüstet, wobei neuerdings die Motoren und Getriebe von Maybachs britischen Lizenznehmern, den Firmen Bristol Siddeley Engines Limited, Coventry und E. Stone & Company, Deptford, London, gebaut werden. Die Lokomotiven sind vornehmlich im Westen Englands eingesetzt und sind unter anderem auch für die Bespannung des Bristolian, des schnellsten Zuges der britischen Eisenbahnen, gewählt worden, der die 188 Kilometer lange Strecke London-Bristol in 100 Minuten durchfährt. Die Fertigung weiterer dieselhydraulischer Lokomotivtypen dieser Baurichtung ist in Vorbereitung.